So, heute geht es um Ruben. Du bist auch dabei. Okay. Alle am Start. Das war geht dein Mikro? Ja, genau das wollten wir jetzt testen. Willkommen bei Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich den Ruben hier. Letztes war der Gockel hier, jetzt der Ruben hier. Mit Ton. Mit Ton hoffentlich, ja, hoffentlich. Richtig. Wissen wir ja noch nicht. Das ist hier mein V6 Turbo. Und ich möchte natürlich von dem Fachmann, weil der Gockel hat sich auch schon dafür geäußert. Ich glaube, der Gockel war noch so ein bisschen so, Der war humaner, oder? Der war noch humaner. Aber ich weiß ja, wenn der Ruben das sagt, dann meint er es auch ernst. Auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt. Aber Ruben, ich muss ja sagen, weil mit Ruben habe ich oft geschrieben, wie viel Geld ich ausgeben wollte, und Ruben hat mir ja einen Preis gesagt. Und du musst dir jetzt vorstellen, Ruben, ich habe nur 300 Euro mehr bezahlt für das ganze Paket. Du weißt ja den Preis. Ich habe nur 300 Euro mehr bezahlt, und das würde mich jetzt interessieren, habe ich das richtig gemacht oder nicht? Der ist komplett verstärkt. Jein. So wie du es gemacht hast. Ich würde sagen, jein. Jein, okay. Ich würde sagen, das hier ja ist schlecht. Okay. Und die Ansaugbrücke ist schlecht. Warum schlecht ist, das hat der Gockel auch gesagt, weil er nicht nach oben zeigt. Ne? Genau, Turbolader zeigt nach unten, ja. Macht zwar fast dieselbe Funktion, aber ja. Ist halt nicht schön. Das ist nicht schön in dem Sinne, weil du, wenn du was hast, dass du dann... Du musst halt ziemlich, guck mal, stell mal vor, der ist jetzt hier undicht. Genau. Du kommst überhaupt im Leben nicht da dran, ohne dir die Finger zu brechen. Ja, er meint hier Wasserschlauch. Ne? Ja, genau, das hat der Gockel auch gesagt. So, du kannst hier, stell mal vor, du bist jetzt, das Ding ist eingebaut und du sagst jetzt auch, meine Feder ist zu schwach. Ja. Musst du den Deckel abmachen oder das ganze Westgate. Ja. Hast du genauso Scheiße dran. Genau. Schrauber unfreundlich nenne ich das. Ja. Ne? Ja, das ist echt, hast du recht. So, dann haben wir genau dasselbe hier vorne. Normal hast du ja die Drosselklappe, wo der Anschluss hier sitzt. Ja. Super schrauberfreundlich. Der sitzt direkt vorne. Wir haben vorne sowieso so wenig Platz wegen den Lüftern. Genau. Wenn hier der Schlauch abliegt. Hat er auch gesagt. Was machst du dann? Ja. Ich habe die Ansaugbrücke selber komplett wieder vorne abbauen. Dreimal verbaut und ich erkenne diesen Fehler in- und auswendig. Ja, da musst du den komplett abbauen. Das ist ein Gaszug vom New Beetle 1.8T. Benziner, echt? Weil der mega lang ist. Der andere Part, der geht gerade mal bis hier. Nee, der hat den angepasst. Der Seilzug ist angepasst. Von der Länge her? Ja. Der hat mir einen Seilzug gegeben. Der soll angepasst. Ja, gut, das ist was anderes. Okay. Aber sonst braucht der Original ist zu kurz. Ja, ja. Das reicht ja gerade noch bis hier. Genau, hat der auch gesagt. Wusste jetzt nicht, was damit anzufangen, aber ich habe gesagt, habe ich gesagt. Gut, die kannst du so lassen oder kannst du auch tauschen. Eigentlich ja, hier ist das Problem beim Transportieren, habe ich das Gewinde im Arsch gemacht. Du kannst auch die Originale fahren. Steck die Düsen da rein, fertig. Ja, habe ich auch dabei. Ja. Muss halt nur gucken, weil die ist eigentlich schön relativ fest wie die andere sitzt, weil die ja hier auch noch befestigt ist. Ja. Ja, vierpoliger Luftmassenmesser. Genau. Das heißt, der Motor hat nicht viel Saft. Ja, hast du mir schon gesagt, genau. Ne? Ja, soll er auch nicht haben. Also 350 PS ist mein Ziel. Reicht auch. So 350, vielleicht 400. Das ist die Speckkupplung. Ja. Hält Gockel auch nicht viel? Nein, ich halte auch nichts von. Genau. Es, ganz ehrlich, es reicht zum Fahren. Genau. So, und für das, ich sag mal, das Ding macht nicht mehr, wenn ich mir den jetzt angucke aus dem Bauch raus, sag ich 0,9 bis 1 Bar läuft das ganze System. Ja, genau, so ist es. Ist abgestimmt. Ja. Der Vorteil ist natürlich, du hast schon zweimal Metallkraftdichtung drin. Mhm. Ne, das heißt, du kannst auf jeden Fall mehr Saft fahren. Ja, das Geile ist ein GT30, ne? 76. Ja, geiler ist natürlich auch, wenn die Abgase kommen jetzt so, müssen alle gegen die Wand, gehen dann runter. Ja. Und bei dem anderen gehen die alle drei mittig zu, weißt du, und ja, so wie hier. Genau. Hier ist das beste Beispiel. Hier sitzt der Lader mittig, wird gleichmäßig von allen angeströmt. Und hier siehst du, wie lang der Weg ist. Ja. Ne? Der hier ist relativ kurz und dann musst du das aber noch nach unten drücken. Ja, das Problem ist, das können wir jetzt auch nicht so schnell umbauen, weil das Ganze hier angepasst wird. Du musst alles ändern. Alles ändern. Downpipe muss geändert werden, Ölzulauf muss gekürzt werden oder anders verlegt werden. Das passt alles nicht mehr. Ich würde das so einbauen. Genau. Weil das Problem, Ruven hat auch recht, also mich hat auch das gestört. Weil, wenn jetzt irgendwas hier undicht ist, wenn wir jetzt eine Schraube nicht festgezogen haben und das Ding haben wir eingebaut, dann kommen wir niemals da dran. Was passiert? Wieder alles abbauen, gucken. Und der optische Zweck, ne? Ja, ist wesentlich geiler aus, wenn du Haube aufmachst und du siehst, aber so siehst du den Lader nicht. Es hat einfach Vor- und Nachteile, ne? Ja. Aber ich verstehe schon, was du meinst.
Finde ich auch nicht gut, weil stell dir mal vor, der Turbo ist jetzt hinüber und du kommst da nicht dran. Du kriegst ihn ja gar nicht abgeschraubt. Nein, kriegst du auch nicht. Du kannst ja am besten gleich Motor rausnehmen, ja, weil das wird so kompliziert. Genau. Weil du weder die Schrauben hier unten lösen kannst, noch die hier am Turbo, oder? Ja, das ist das, ich keine Ahnung. Also ich habe den Krümmer auf niemals gesehen, ganz ehrlich. Ne, ich kenne den Krümmer auch. Wenn ich immer VR6 gucke, habe ich auch immer gesehen, dass der Krümmer so und das hier drauf sitzt oder so. Oder so mit dem Westgate, S2 Westgate hier. Genau. Ne? Aber sonst, das reicht. Ich würde hier auf jeden Fall noch eine Halterung ran machen. Ja, irgendwie das, das sehe ich immer bei dir. Du machst hier ran, so, da ran. Genau. Du machst ja immer hier hin dran. Ne? Ja, hier kannst du alles schweißen hier. Ja? Ja? Nee, ich glaube, die Rohre werde ich später alle selber nochmal erneuern. Dann mach die aus hier Edelstahl. Und dann kannst du meine Frage wäre, wenn jetzt, also der ist ja verstärkt. Lagerschalen sind von R32, hat er mir gesagt. Und Kette ist neu, sonst alle Dichtungen neu, alles neu. Mhm. Ölpumpe und so weiter. Da fehlt noch eine Dichtung. Dichtring, Peter. Jein. Viele machen das nur, damit der Spanner mehr Druck aufbaut. Also er meint, ich sollte. Wenn er jetzt mehr lange genug läuft und alles Mögliche, dann kannst du ihn nachher sogar wegnehmen und kannst die Schraube ganz reindrehen. Okay. Gut zu wissen. Viele haben ja hier einen Adapter, dann geht von hier aus Ölzulauf da rein. Das ist natürlich der beste Weg, der kürzeste Weg. Ja. So fängt er an hier und haut dir das ungefiltert in den Motor rein. Mhm. Ne? Weil hier wird das hier drin gefiltert, hier kommt der raus und hier haut ihr das ungefiltert da rein. Aber es ist nicht wild. Das hält. Motorblock wurde auf jeden Fall geplant. Das siehst du. Hat er gesagt, genau. Also das schon vernünftig gemacht. Das ist schon. Ja, der Typ, also das war auch einer, das war so ein Perfektionist. Aber das ist das, was wir immer sagen hier. Wenn du das machst, mit den, zum Beispiel jetzt hier mit den Nieten, siehst du das? Ja. Die musst du wegbauen, weil siehst du, wie die Kante sich nach unten drückt? Was muss ich da? Hier, das ist ja genietet, die Kopfdichtung. Ach so. So, die Niete guckt ein bisschen höher raus, deswegen verbiegt er dir schon die Verdichtungsreduzierungsplatte. Ist natürlich irgendwann ein Schwachpunkt, wo... Oder was geht? Genau, hast du recht, hier. Ich meine, bei der Leistung nicht. Aber du siehst das, wie krass der die. Guck mal, der hat sich schon die ganze Platte verbogen, ne? Okay, warum ist das denn so blöd gemacht? Weil hier eine Niete drauf ist. Okay. Ja, stimmt, hier siehst du die Niete noch. Ja, genau. Hier sieht man die Niete, guck mal. Haut er dir jetzt Spannung in die Kopfdichtung rein, ne? Hier ist die Niete. Okay, da also die Niete weghauen, oder? Ja, weghauen nicht. Jetzt brauchst du es nicht mehr machen, aber wenn du das nächste Mal machst, bohrst du die aus. Ja, ich hab's ja nicht gemacht. Ne? Dann sitzt er halt besser. Aber was sagst du jetzt zum Preis? Allerdings, was sagst du zu dem Preis? Du kennst den Preis. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ne? Ja. Zum Fahren. Das wollte ich. Für den Kurs ist das in Ordnung. Ja. Ich hätte es für den Kurs nicht gekauft. Was? Du hast doch gesagt, wenn du es nicht für alles verkaufen willst. Nein, sag mir Bescheid. Nicht den. Das meine ich. Nee, den brauche ich nicht. Ja, können wir reden. Ah nee, das geht ja nicht. Ich brauche den ja jetzt. Ja. Weil ich mag halt diese Drosselklappe nicht, ich mag die Ansaugbrücke nicht. Ja, das stimmt. Ich mag den Krümmer nicht. So, für mich wäre einfach nur, ich hätte jetzt hier einen Motor gesehen, okay, komm. Da sind 6 originale Bosch-Düsen drin, 200 Euro. Und ein originaler Garrett-Lader, sag ich mal, den rechne ich auch mal mit 500 Euro. Ja. So, mehr wäre für mich da nicht. Ja. Sonst ist das ja ganz normaler, genauso wie der Motor, Zwischenplatte rein. Okay. Pleuellager rein, ist ja das gleiche wie das. Okay, Tian und so ist dabei, ist ein bisschen mehr natürlich. Genau, so ein Westgate kostet natürlich keine 2x50, ist auch ein originales. Das ist original. Ne? Das ist natürlich schon, das ist hochwertig. Ja. Kannst du eigentlich. Ich meine, der Motor ist schon, also ich muss schon sagen, der Motor ist schon hochwertig aufgebaut, das muss ich schon sagen. Erwarte aber nicht so viel von 0,9 Bar. Nein, also ganz ehrlich, wenn ich im Endeffekt auch nur 300 PS habe, reicht mir. Es geht nicht darum, es muss ja alles zum Eintragen sein. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, ich habe auch den alten Fahrzeugschein von dem Rufen. Das heißt, Eintragung ist überhaupt kein Problem bei dem. Ja, ich habe ja schon mit dem TÜV-Prüfer ein bisschen geredet. Er hat sich das auch so weit angeschaut, er meint, gibt es keine Probleme. Hast du ein Steuergerät dafür? Ja, habe ich. Steuergerät ist dabei, Cut ist dabei, so die Sachen habe ich ja noch nicht gezeigt. Alles ist dabei, mit Plug-and-Play Ladeluftrohre. Alles, also mit Dödelabschirmung? Hä? Dödelabschirmung? Nein. 19 Uhr bin ich da, kurz vor 19 Uhr. Aber ich schraube nicht, ne? Ich lese nur die Kommentare. Und nein, ich bin da. Ich bin da, hey, schöne Grüße von Ruven hier. Wer ist da? Ne? Hier, Shadow. Wollte meine Aufgabe abholen.
Hä? Aufkleber. Aufkleber? Ja. Machen wir sowas, machen wir sowas. Sergej, braucht ihr eine? Hier, Ufuk, Sergej, Ufuk. Und wir machen weiter. Ist so. Ich würde sagen, die kannst du so reinballern. Ja. Kabelbaum brauchst du noch, ne? Kabelbaum brauche ich rufen. Und rufen wir auch sofort. Ich habe das Video gedreht. Und der Erste, der sich sofort gemeldet hat, war Rufen. Morgens. Was hat er noch gesagt? Schatzi? Ja, irgendwas habe ich noch gebraucht. Schatzi mit Locken. Nein, du brauchst den. Ja, Schatz mit Locken. Du brauchst einen Vierstecken. Er hat mir alles gesagt. Ich konnte sofort schon so bestellen. Ich habe den Motor gesehen und ich wusste sofort. Krass. Woher wusstest du das? Ich wusste das auch nicht. Weil ich das auswendig kenne. Ja. Das sehe ich sofort mit 80 mm Luftmassenmesser hier. Krass. Bin gespannt, wie das fährt. Ja, kannst du ein bisschen hässlich eingeladen. Ich habe ja gesehen, du hast ja letztens einen V6 Turbo gefahren, Cabrio, mit Max. Ja, von seinem Bruder das. Ja, wo er dann wieder zurückgedrückt hat seit... Weil der Gas zurückgedrückt. Weißt du, das Problem ist, ich habe das Video geschaut, dann war ich weg und dann bin ich wiedergekommen, danach seid ihr voll am Cruisen so ganze Zeit, ne? So leicht. Ich so, okay, Stau und so, dachte ich, ne? Und dann weiter geguckt. Ich so, hä? Warum fahren die so langsam? Ich habe es gar nicht gecheckt und dann kam ja auch noch Polizei. Oh, da hatten wir die Bullen noch. Ja, Alter. Dann dachte ich, ey, was? Und dann habt ihr es ganz zum Stück gesagt, ja, der Gaszug ist gerissen. Das Problem ist, wir wollten ja was einklemmen hier. Ja. Das Problem ist, weil hier sitzt die Drosselklappe ja so, normal immer mit Gaszug hier oben. Ja, ja, genau. Bei ihm war die aber verdreht, dass der Gaszug unten saß. Das heißt, wir konnten da nichts reinklemmen. Aber das ist Krankheit bei denen. Ja, hier habe ich bei denen auch kaputt. Ja, die reißen. Ich weiß nicht, ja, warum. Ja, hier ist er gerissen, ne? Muss ich auch mit Kabelbildern dazu machen. Du hättest natürlich noch die Möglichkeit, deinen Kabelbaum zu verwenden, dann brauchst du aber ein anderes Steuergerät. Ja, aber das will ich nicht. Also ich denke schon, dass du den gelben Sensor hier rein machst. Ja, ja, klar, das mache ich ja. Ich baue doch alles so aus, nur das Problem ist, wir haben ein Problem mit dem anderen VH6. Aber dazu kommen wir noch, das sage ich dir gleich privat. Also voll blöd gelaufen bei dem anderen. Deswegen brauchen wir den Motor. Was machst du jetzt hier mit? Der wird hier eingebaut. Da eingebaut, ja. Da wird jetzt alles erneuert halt. Ansaugbrücke ist ja anders, andere Ansaugbrücke kommt rein. Hier ran, ne? Genau. Aber Turbo habe ich schon drauf. Das Problem hier, eine Schraube kriege ich nicht ab. Das muss ich einmal heiß machen, einmal rausholen, einmal umdrehen das Ganze. Schraube kommt nicht ab. Muss ich noch fertig machen. Was willst du umdrehen? Achso. Das hier muss ich einmal umdrehen. Das habe ich ja schon gelockert hier. Mhm. Das muss ich auch noch komplett lockern. Achso, ja, wegen Zu- und Rücken. Ja, ja, weil... Das ist der 18T. Krümmer, natürlich. Das Geile ist, er kennt diesen Krümmer nicht so oft, weil er immer diese Dings VH6 macht und diesen Krümmer sieht er nicht so oft. Und da sagt er so, geil, was ist das für ein geiler Krümmer. Aber hier auch genau dasselbe, voll scheiße, ne? Das ist auch scheiße gemacht. Ich hätte mir das, ja. Es wäre doch viel geiler, kann man das mal, hier sind nur zwei Schrauben drin. Ja, das ist gut. Guck mal, das ist ja das Geile, ne? Zwischen den VH6 Turbo und den 1.8T gibt es eigentlich nicht so viel Unterschied von der Größe her. Ne, Rufen? Nö. Gibt es nicht, ne? Nö. Also, ich sag dir, man kann eigentlich keine... Guck durch mal. Guck mal den Zylinder, also den Ventildeckel an und guck mal den Ventildeckel an. Ey, da gibt es so gut wie keinen Unterschied. Kaum. Ne? Ich sag dir, das Auto, also den Motor kriegt ihr auch im Lupo eingebaut. Kein Problem. Also, ich habe den schon mal in dem Polo 6N gebaut. Das war schon richtig krass. War eng. Du musst vorne alles wegschneiden. Ja, klar, aber der muss es ja auch alles bekommen. Ne, es sei denn, du baust halt wirklich um auf kurze Ansaugbrücke, weil der baut die hier nicht so weit auf. Aber der wäre richtig perfekt für mich. Du müsstest den Lüfter nur ändern, wie ich das bei dem anderen gemacht habe. Und dann hast du ja nochmal ungefähr 10 cm Platz. Das ist nicht fahrbar, Alter. Ja, aber der war auch nicht fahrbar. Ja, ja, aber der ist nicht so schwer auf der Vorderachse, ne? Jo. Häng den mal vorne rein, da kannst du mit Originalfahrwerk fahren, dann schleift der. Ja, das stimmt. Und du hast halt beim Lupo nicht so einen Platz nach hinten, ne? Guck mal, wie weit der hier bis hierhin aufbaut. Ja. Na, guck mal hier, das ist schon ein Unterschied, ne? Ja. Da musst du einen Stoßaufladungskummer haben, der schon fast am Block aufliegt. Ja, das kann man. Gut. Aber ich bin ja erstmal beruhigt, dass der Rufen sagt, ja, ist gut. Da kannst du, bau den mal ein. Ja, mach ich ja. Ich brauche hier den Kabelbaum. Das Geile war Kabelbaum ja... Kabelbaum kannst du auch nachher reinlegen. Ja, Wie soll ich den einfach nur einbauen erstmal so lassen? Oder? Ja klar, Getriebe also ran, einbauen, schön machen. Echt? Kannst ja schon mal alles machen. Antriebswellen reinstecken, Motorblock schön sauber machen, Riemen drauf. Okay. Turbolader, Verrohrung, alles dran. Du brauchst dann nachher nur noch hier an die Seite reingehen. Und den Kabelbaum, den Lichterkabelbaum lässt du da drin, oder? Ich habe den ja mit 1 gemacht, das ist das Problem. Okay, bei dem neuen kann ich hier so 1:1 so ran. Du brauchst aber bei dem anderen nicht. Du brauchst nur einen Wasserbehälter wegschrauben. Dann kannst du da, mache ich ja auch so. Ich baue die Motoren komplett ein und Kabelbaum zum Schluss.
Ja gut, dann mache ich das. Hör ich auf Rufen, wenn Rufen das sagt, dann machen wir das. Ja, du musst es nicht machen, aber dann steht er hier nicht mehr rum. Dann ist er schon drinnen, dann sind deine Rufen. Ja, das war das Problem. Ich hab, du weißt das ja, ist ja ungefähr jetzt 4-5 Wochen her. Ich hatte ja 6 Wochen zugehabt. Ich wollte den eigentlich fertig machen in der Zeit. Das Problem ist nur, einer sagt, ey, ich schick dir das, ich schick dir das, ich schick dir das. Du wartest. Da kommt nichts, meldet sich nicht. Der wollte mir das persönlich vorbeibringen. Das ist einfach nicht, wie du gesagt hast, schrauberfreundlich. Das funktioniert, tut es trotzdem. Genau. Es ist so, die Funktion ist ja da. Verstehe ich. Weil ich kenne das ja auch, früher habe ich ja auch Gasanlagen eingebaut. Es gibt dann Leute, die wollen die Gasanlage voll versteckt einbauen. Ja. Verstehe ich auch. Sehr schön. Aber das Problem, eine Gasanlage braucht auch mal seine Inspektion. Und dann komm mal dran, weißt du? Ich weiß noch ganz genau, ich musste zwei Gasfilter wechseln. Ich musste den kompletten Motor auseinanderbauen, damit ich da dran komme. Weil die es so versteckt haben. Brauchst du nicht. Ja, das fand ich auch immer. Habe ich auch gekotzt. Und dann, als ich die umgebaut habe, was habe ich gemacht? Ich habe die mal schön, dass man das sieht. Zack, zack, eine Minute Arbeit. Aber erklär mir den Kunden, ja, ich musste hier zwei Gasfilter wechseln, kosten 20 Euro, aber Arbeit kostet 200 Euro. Ja, Mann. Ich frag mich, wie du diese Immo-Schraube hier jemals wieder rausholtest. Hä? Diese Immo-Schraube hier. Was damit? Die ist ja spezial. Ja. Dreh mal eben schnell raus. Keine Chance. Never. Boah, ich bin mir gar nicht sicher, dass das Ding fest ist, ey. Doch, das sieht... Aber gut, hier sieht es schon ein bisschen Schmatze zwischen. Ne? Ja, ich glaube, das ist. Ja. Ja, werden wir sehen. Ist doch Ruben, wer fertig ist, bist du hier mal dabei am Start. Fahren wir eine Runde. Oder vielleicht komme ich vorbei. Mit dir. Mach doch. Kommen wir die Kiste mal auf den Prüfstand, gucken, was geht. Gucken, was läuft. Ja, stimmt. Was sagt ihr dazu, wenn das fertig ist, dass wir einmal hier zu Ruben fahren, zu Gockel fahren und eine Dings. Hey, du hast ja auch noch ein Video nachzuholen. Ja, mit dem Gockel. Aber das will ich jetzt eh auch mal irgendwie kurz reinschauen. Das war echt so ein. Boah, habe ich mich geärgert an dem Tag. Tja. Ich so, ich freue mich, dass der Gockel hier ist. Freue mich so, boah, gleich hochladen, so voll geil. Kein Ton. Ist doch meistens. Du hast dich so kaputt gelacht. Ich habe mich richtig tot. Er hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Ich glaube, die ging eine Minute. Ich glaube, 30 Sekunden davon hat er gelacht. Gestern im Livestream habe ich auch noch richtig gelacht. Ja. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Das freut sich. Boah, Gockel war hier, wir machen ein Video und alles voll geil. Geht nach Hause, kein Ton. Stumpf. Dann besser Ton und kein Bild, ne? Das stimmt. Besser Ton als kein Bild. Ist so, Jungs, komm, hauen wir rein, wir hauen ab. Wir fahren weiter ab in Hus. Schade, Salo ist nicht gekommen. Schade. Nächstes Mal. Aber die Fans sind brutal auf deinem Logo. Wie findest du das? Genau. Am besten musst du Nils fragen, weil Nils ist so einer, der hat von Autos, der ist da überhaupt nicht abgezogen. Wie sieht das aus? Ich find's geil. Findest du das geil? Ich find's geil. Also, auch die Bremse vorne von MRX Performance, mega teil, oder? Ja, geil, ne? Also ich muss auch echt MRX Performance hier echt mal Props geben. Das ist ja mein Sponsor, aber auch Kollegen. Haben die dich gesponsert? Die haben mich gesponsert. Oh, geil. Die sollen mir mal eine hintere Bremse sponsern. Ja, MRX, hast du gehört? Attacke. Hier, Ruven. Ja, ich brauche auch noch. Ich mach den Collection klar. Mach mir mal. Aber sag mal, Ruven, wie findest du die Optik von einem Lipo GTI? Soll ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie live einen Lipo GTI gesehen. Aber jetzt, wenn du jetzt davor stehst, ist doch ein ganz anderes Auto. Ich glaube, der erste hat einer ist, wenn du mir eine Magnetkarte gibst. Weil das müsste ja mittendrin ist ein Kupplüge vorne, Haube, Heckdecke, alles. Soll alles ich alles sehen? Hast du das Video gesehen? Ich weiß das bei der Kiste, weil mein Kumpel hatte schon mal so einen, aber ich habe den nie gesehen. Er hat immer nur gesagt, ja, hier ist alles Alu. Hast du nie gesehen, dass das Alu ist? Warte, das muss ich jetzt zeigen. Ja. Wieder, wenn ich noch nie einen wirklich gesehen habe. Ich hab das nur vom Hören sagen, wo man immer sagt, ich hab ein GTI. Hörst du aber schon. Hier, Magnet. Mach da keine Kratzer an. Magnet hier, ne? Hier sieht Magnet. Hier. Bitteschön. Wir machen selbe Stelle. Was hast du gemacht? Hier? Hier, da ist ja der Magnet. Das ist ja klar. Und hier? Da? Kein Magnet. Geil, ne? Dann gibt es den Kotflügel, Motorhaube. Kotflügel, auch nicht. Auch nicht. Und? Heckteil? Heckteil, ne, das auch. Das okay. Auch. Aber das nicht. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Okay. Auch nicht. Und auch nicht gespachtelt? Na, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Nein, man ist ein schönes Auto. Auch in der Farbe, top. Aber warum hat der FSI da hinten drauf? Ja. Ja, genau deswegen. Das war's mit FSV. Das war's. Jetzt ist kein FSV mehr. Nee. Hat einmal hier diese Dinger rausgehauen hier. Gar nicht, ich habe nur mit Fingern drüber. Ja, hab ich gesehen. Guck mal, hier. Kannst du so, guck mal hier. Nein, das Panzertape. Meister, erzähl mal die Geschichte von dem. Das war Dings, ein richtiger Lupo GT, 1.6er. Ich schätze mal, ich glaube es.
dass der Anfang 2006 oder so einen Schicksalsschlag hatte, der Typ. Und der wurde dann komplett auf Automatik umgebaut. Hab mich gefreut auf jeden Fall, Ruben, dass du da warst. Beim nächsten Mal komme ich wieder. Immer wenn ich hier vorbeifahre, fahre ich hier rum. Weißt du ja selber. Natürlich. Ehrenaktion. Das mag ich auch in dir. Ja. Und nächstes Mal sorgen wir dafür, dass wir auch hier Salo da ist. Ja, dann gehe ich aber mal. Nächstes Mal hier, komm nochmal mit allen rum. Lassen wir sowieso mal so ein Treffen machen, wo wir alle zusammen sind. Ist immer schwierig, alle zusammen ja, auf einen Haufen. Kriegen wir schon hin. So in irgendeinem Samstag, was wir echt einfach mal, weil musste ich einen Sonntag, einen Samstag, dass wir uns irgendwo mal treffen, alle zusammen hier, wo der Max da war. Ich fand das voll schön. Stell dir vor, ich habe doch sogar noch extra gesagt, dass du da gefehlt hast, dass noch andere gefehlt haben. Du, dich hätten wir gerne da gesehen. Herr Gockel, ne? Okay, Gockel hat immer viel zu tun, ne? Aber hätten wir auch gerne gesehen. Und den einen oder anderen, das wäre richtig geil. War, hat Spaß gemacht. Also sonst müssen wir mal irgendwie so eine Grillparty machen, nur zwischen uns hier geworden oder was irgendwo. Auf jeden Fall. Aber wenn wieso der VR6 fertig ist, ich komme definitiv. Und wer weiß, der Salo vielleicht auch. Ja, komm mit dem zusammen. Ja. Und dann werden wir auch schön. Also versuchen wir mal so einen Samstag zu kommen. Wird geil. Und jeden wird es auch interessieren, wie viel Leistung der hat. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht, wenn er nicht genug Leistung hat oder der läuft nicht richtig, vielleicht, dass der Ruven da was macht oder der Gockel. Wir haben noch ein paar Datenstände, glaube ich. Ja. Die müssen mehr Bums haben als hier, der Zwiebacksäge. Hauptsache, ich komme wieder nach Hause gefahren, weil ich feiere damit hier da, zu euch. Ja, klar. Und wenn nicht, dann schiebst du. Ja. So. Ja, gut. Danke fürs Zuschauen. Wer Ruven nicht. Also, Ruven soll wieder Videos machen, ne? Ich habe ihn auch schon geredet. Ich habe gesagt, ja, Ruven, das geht nicht. Videos machen. Ja. Also, schreibt mal in die Kommentare und bombardiert mal hier Ruven hier. Livestream. Hast du ja morgen. Sonntag, morgen Livestream. Boah, mal gucken. Ja. Je nachdem, wie ich drauf bin. Videos raushauen. Jetzt fahre ich aber erstmal zurück in die Gockelschmiede und guck, was da so los ist. Ja. Ich habe schon gehört, du bist nur am Arbeiten. Ne? Nur. Also, der Gockel hat mir das gesagt. Ich so, ja, ich komme 10 Uhr dahin. Oder ich komme morgens dahin, weil ich. Ja, voll keinen Bock hab, komme ich morgens dahin, wer ist am Arbeiten? Der Rufen. Ich komme abends dahin, wer ist am Arbeiten? Der Dings Rufen. Und das Geile ist, sonntags kommt er dahin, der guckt, der Rufen arbeitet, also Rufen, geh nach Hause. Sonntag möchte ich alleine sein, geh nach Hause. Ah, da sollte mir der Typ ist nur am Arbeiten. Ja, ist so, Mann, ich lebe ja für nichts anderes aus, außer ja, für den Scheiß. Das ist krass. So, jeder hat was anderes. Der eine sammelt Briefmarken, der andere macht die Scheiße, der andere, weiß ich nicht, macht Nageldesignerin oder verkauft irgendeine Scheiße bei ihr Instagram. Ja, aber du musst, ich muss auch dazu sagen, du bist jetzt in einer neuen Stadt. Ja, du hast da keine. Weißt du, du hast ja nicht einen Max daneben. Du hast hier aber nicht, ich habe vorher genauso viel geschraubt, das tut ja, sich ja nicht. Ja, ich weiß, aber trotzdem, du hast jetzt nicht, wo du jetzt sagen kannst, okay, ich gehe jetzt halbe Stunde dahin oder Max hat was zu tun, du musst da Max und. Du hilfst jetzt Max eben oder so, weißt du, das fehlt dir einfach, ist klar, das würde ich auch machen. Ganz ja, ehrlich, jetzt auch gemacht. Ich würde auch den ganzen Tag schrauben. Ich war noch nie anders, glaube ich, oder Nils? Ja, du, bei dir ist ja noch ein Ticken, also das Ticken, so 200 Ticken Stimme. Ja. Gut, Ruven, ich habe mich echt gefreut. Danke schön, dass du da warst. Wir sehen uns. Ciao. Danke für die Kamera, Mann. Danke an Ufuk und danke an Sergej. Dass ihr so viel Zeit hattet für uns. Dankeschön. So, bis zum nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao.